Moin moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Ja, und bevor das Video losgeht, wollte ich nochmal eine kleine Info loswerden. Und zwar morgen am 16.04.2020 werden wir mal wieder eine Runde Livestream. Ich habe Zeit, ich hoffe ihr auch. Und ja, ich denke mal, das Ganze werden wir so gegen 18 Uhr etwa starten und ja, werden natürlich Shakes and Fidget streamen. Ich hoffe, ihr schaltet ein. Ansonsten, lasst auf jeden Fall ein Abo da, denn wenn ihr nämlich den Kanal hier abonniert, dann bekommt ihr eine Benachrichtigung, wann das Ganze losgeht. Und ja, deswegen ist es auf jeden Fall sehr hilfreich, den Kanal zu abonnieren, um keine weiteren Infos zu verpassen. Würde mich auf jeden Fall sehr supporten und auf jeden Fall sehr, sehr freuen und ist natürlich kostenlos. Deswegen, ja, vielen Dank dafür. Und ja, wie gesagt, so gegen 18 Uhr geht das Ganze morgen los am 16.04. Und heute habe ich mir gedacht, heute wird es mal wieder Zeit. Ja, Frischpilze aufgeladen. Da lasse ich mich natürlich nicht lumpen und bin schon wieder hier versucht, drauf und dran ein paar Dungeons zu legen. Aber es hat natürlich nicht den Hintergrund, dass ich jetzt hier komplett neue Pilze im Inventar aufgeladen habe. Ja, sondern nicht im Inventar, sondern hier auf Kasse sozusagen. Sondern wir haben ja in letzter Zeit sehr, sehr viele Dungeons irgendwie am Stück gelegt. Wir waren sehr, sehr lucky gewesen mit den Dungeons und ja, haben sehr viele Etagen auf jeden Fall gelegt. Und jetzt weiß ich gar nicht, wo ich eigentlich so stehe. Und das Ganze haben wir schon mal gemacht vor einer Zeit. Und zwar werden wir in jede Dungeon-Etage so 10 Pilze rein investieren und gucken am Ende des Tages, welcher Gegner am ehesten liegen würde. Und diesen Gegner kann ich dann wiederum in Free Tries, also jede Stunde, wo man halt einen Versuch frei hat, werde ich den dann in nächster Zeit dann wieder versuchen zu legen, damit ich weiß, welchen Gegner ich als nächstes angreifen werde. Das Ganze werden wir natürlich jetzt hier im Video austesten und da ihr ja sowieso ganz gerne immer seht, wie ich ein paar Dungeons versuche zu legen, denke ich mir, verbinde das Ganze mal. Und ich würde sagen, wir fangen mal in Hermoridor an, ja, mal gucken, wie weit wir hier kommen. Das ist Nummer 1. Nummer 2, Nummer 3, 4, 5, okay, also ich sag mal so, okay, ich sag mal so circa 10 Pilze, sag ich mal so in etwa, also ja, also der Olifantenbändiger, würde ich mal so sagen, der hat auf jeden Fall Potenzial, ja, also das könnte sein, dass der eventuell liegen könnte. Wir gucken mal im Olymp vorbei, da haben wir als nächstes den Cerberus, hier den dreiköpfigen Hund, ja, der Wächter der Unterwelt oder so, oder des Unterweltportals oder irgendwie, keine Ahnung, ja. Und der sieht mir noch nicht sehr machbar aus, dadurch, dass das ja hier Gegner sind, die wirklich sehr, sehr viel, also wirklich sehr, sehr viel Leben besitzen, glaube ich, wird der Gegner hier nicht wirklich eine Option sein in dieser Zeit. Also merken wir uns mal als erstes so Hermoridor vor und ja, das könnte gut sein, aber wir schauen mal jetzt in die Zauberschule, was wir hier so am Start haben. Da haben wir die unangenehm viele Inferi, haben wir hier am Stissel, und dann schauen wir mal am besten, was der so hergibt. Könnte natürlich auch sein, der hat natürlich nicht ganz so viel Leben und ja, das könnte natürlich ein sehr, sehr guter Vorteil für uns sein. Obwohl, nee, warte mal, der hat auch 1,1 Milliarden, oder? Das ist auch schon nicht wenig Leben, aber die Versuche, die sehen hier jetzt nicht so gut aus, ja. Also würde ich tatsächlich hier Hermoridor bevorzugen. So, ich bin natürlich jetzt niemand, also ich sag mal, dieses ganze Rumgepilze hier, das mache ich hauptsächlich eigentlich eher fürs Video, damit ihr euch daran ergötzen könnt, sag ich mal, ja, wie ich hier meine Pilze zum Fenster raus werfe, ja, und im Prinzip würde es sich für meine Stufe sowieso nicht lohnen. Ich sag mal, jedes Level Up, was ich hier auf dem Account bekomme, ist im Endeffekt irgendwo, ja, schmerzt irgendwo, weil ich dann doch wieder mit weniger Erfahrung queste. So, es hat natürlich auch Vorteile, ich bekomme mehr Gold, was natürlich nicht so gut ist, ich komme eher ins Gold Cap, aber die Items wären natürlich auch besser und so weiter. Das heißt, hat schon Vorteile, aber du kriegst natürlich, umso höher du im Level bist, viel weniger Erfahrung, ne? Und das ist natürlich auch nicht so cool, sag ich mal, ne? Und deswegen lohnt es sich eigentlich für mich
sag ich mal, gar nicht wirklich mal so die Dungeons durchzupilzen. Aber ja, da das wirklich, denke ich mal, von euch sehr, sehr, oder da, dass das sehr viele Leute sehen wollen, mache ich das mal ab und zu mal. Aber es ist wirklich mehr so die Ausnahme. Ich glaube, zum letzten Mal, als ich hier so reingepilzt hatte, ich glaube, das war, als ich Level 500 oder so abgeschlossen habe. Und das ist ja jetzt auch schon wieder ein bisschen was her, ne? Und deswegen, ja, denke ich mal, könnte man wieder so ein bisschen was starten hier. So, dann holen wir noch die Zeitmaschine ab. Das hätte ich auch schon vorher machen können. Und investieren noch ein bisschen in Ausdauer rein. Vielleicht sind das die entscheidenden Punkte, die mir weiterhelfen. Ja, wir gucken noch mal ein bisschen. Midgard-Schlange. Mal gucken, ist ein Geschickgegner. Also könnte sein, dass der auch eventuell liegen kann, muss aber nicht. Aber tatsächlich sah in Hemoridor, oder war es Hemoridor? Ja, in Hemoridor sah der Olifantenbändiger jetzt erstmal hier als, ja, als ein Gegner aus, der als erstes so liegen würde. Ja, und ich denke mal, das wird wahrscheinlich auch darauf hinauslaufen. Denn als letzten Gegner haben wir hier nämlich nur noch Osteros. Und bei Osteros sind wir hier bei 19 von 20, was schon ziemlich, ziemlich weit ist, meiner Meinung nach. Und ich denke mal, die letzten Gegner werden auch nochmal relativ hart sein. Wir können ja nochmal gucken, welchen Gegner wir hier als nächstes haben. Das ist der Beschützer. Der hat auch schon verdammt viel Leben. Das sind auch alles, das sind meistens alles Krieger. Also die Midgard-Schlange. Ja, das waren Kundschafter, aber ansonsten haben wir hier wirklich nur Krieger. Und die haben alle so verdammt viel Leben und das gegen den Magier. Das ist wirklich kein Zuckerschlecken, sag ich mal. Und ja, da muss halt wirklich, also ich sag mal immer wieder so, die Kunigunde, das ist so die, die mir hier den Arsch retten könnte. So, die kann mich wirklich aus der Misere ziehen, aber ansonsten habe ich hier momentan wirklich nicht sehr viel dem entgegenzusetzen hier den Gegner und würde tatsächlich auch behaupten, dass der nicht hier großartig weiter liegen wird. Ja, deswegen macht es für mich an der Stelle, und ich hoffe mal, dass ihr da auch Verständnis für habt, macht es für mich an der Stelle einfach keinen Sinn für diese mageren 300 Millionen XP, die man davon bekommt, was mir eigentlich ja nicht sehr viel bringt. So, ne, hatte ich ja schon erwähnt, bringt es nicht viel, sich noch hier durch die Dungeons durchzupilzen. Ja, bringt einfach nicht viel. Deswegen, ja, haben wir jetzt mal nur so an der Stelle mal so ein bisschen rausgefunden, welcher Gegner denn tatsächlich als nächstes liegen könnte. Und ich denke mal, das wird hier der Olifantenbändiger sein, der hier seine komische Chips-Tüte oder was weiß ich hier drinne da in der Hand hält. Ja, nee, Erdnussflips sind das, genau. Erdnussflips, weil da oben sehen wir hier ja, einen Elefanten, einen Rüssel, der, und ja, soweit wir wissen, fressen wohl Elefanten sehr gerne Erdnüsse, ja. Deswegen macht das Ganze hier natürlich auch Sinn. Ja, und deswegen, ja, ich meine, guckt euch mal den Gegner an. Der ist auch schon verdammt, verdammt stark. Stufe 612. Ja, da muss man erstmal auch mal dran vorbeikommen. Also, das ist auch wirklich nicht gerade sehr einfach, sag ich mal, ne? Mein Markwart überlebt sogar einen Hit. Ja, das könnte tatsächlich am Ende des Tages noch entscheidend sein. So, und die Kunigunde, ne? Die muss halt hier wirklich regeln. So muss das die ganze Zeit weitergehen, aber ja, einmal getroffen ist es dann auch vorbei. Ich könnte, wenn es gut läuft, ja, sogar zwei Hits aushalten. Das ist auf jeden Fall gut zu wissen. Deswegen ist da auch noch das Potenzial auf jeden Fall da, diesen Gegner hier zur Strecke zu bringen. Ich sag mal, wenn ich zwei Hits aushalte, zwei Crits austeile, mein Markwart vielleicht zwei Hits aushält, zwei Crits austeilt, dann sieht das schon mal erstmal sehr, sehr gut aus. Und da muss die Kunigunde nur noch den Rest dazu beipflichten. Und dann wird dieser Gegner hier auch liegen. Ja, aber ansonsten, wie gesagt, macht es an der Stelle nicht wirklich großartig weiter Sinn für mich hier, ja, sich weiter durchzupilzen. Gut, wir brauchen einen epischen Gegenstand. Welchen nehmen wir denn wahr? Wir haben ja auch noch hier so eine Crab-Epics hier noch irgendwie rumzuliegen. Mal gucken, was die so bringen. Okay, das Ding, warte mal, das ist sogar schon durchgespült hier.
Das ist auch schon durchgespült. Das ist noch nicht durchgespült. Dann spülen wir das mal durch. Zack. Und holen uns mal die Belohnung ab. Wieder ein bisschen XP bekommen. Und schauen mal, wir haben hier eine Dämonenjäger-Kundschafterwaffe. So, was heißt das denn für uns hier? Plus 11 mehr Schaden. Bisschen mehr rechts raus hat die Waffe, aber... Ja, Blitzschaden ist deutlich weniger. Das ist schon mal nicht so gut. Und ich bin ja, wie ihr wisst, ein Fan bei der Kunigunde davon, dass die viel Schaden austeilt. Und ich hoffe halt immer darauf, dass die halt sehr viel ausweicht und dann... Ja, dementsprechend viel Schaden austeilt, damit ich dann mal ordentlich reinlacke. Ja. Ja, deswegen werde ich diesen Pinsel zerlegen. Was haben wir denn hier noch? Wir können ja mal ein bisschen aufräumen hier noch im Inventar. Dann haben wir hier noch einen Intelligenz, ja, Feuerring, Gürtel. Ne, Gürtel ist das gar nicht, ist ein Ring. Ja, plus 21 gibt er mir. Ist nicht wirklich viel. Plus 21 sehe ich mich jetzt noch nicht so großartig drin. Hier bei ihm plus 59 schon eher. Ja, aber mal gucken, vielleicht haben wir hier noch ein paar andere Items, die tatsächlich noch eher ausgewechselt werden könnten. Also mein Markwart, ja, der braucht natürlich schon ein paar nette Items. So, hier sind plus 32, aber hier sind auch plus 3 Erfahrungen drauf. Also die Rune ist nicht so gut für ein PvP-Equipment. Was haben wir denn als noch hier? Wir haben hier noch minus 1. So, das bringt auch nicht viel. Das könnte, ne, das braucht nicht mal mein... Das braucht nicht mal meinen Markwart. Ja, und das ist schon durchgespült, das heißt, das können wir auch zerlegen. So, das haben wir hier durchgespült und das war eine Kundirüstung. So, die gibt plus 8. Lohnt sich für mich jetzt nicht wirklich, einen Sockel reinzutun. Ja, und deswegen, ja, für diese plus 8 Punkte, nee, machen wir nicht, Gegenstand zerlegen. Das lohnt sich wirklich nun gar nicht. So, die anderen Sachen hier müssen wir mal schauen, auf jeden Fall. Haben wir wieder ein bisschen Platz im Inventar hier, den wir nutzen können. Und wir können ja hier noch, ich lege das mal alles hier, das ist mein Epic-Speicher jetzt hier, sag ich mal. Ja, da haben wir schon mal wieder ein bisschen mehr Platz im Main-Inventar, das ist immer schon mal sehr, sehr gut. Ja, mehr Platz im Main-Inventar ist immer ja, hilfreich für die Übersicht. So, eigentlich wollte ich das Ganze ja nutzen, so als... ja, als Speicher für Waffen oder ich sag mal für Items, die ich bekomme, um die dann bei der Hexe zu, ja, hinzubringen, damit ich dann ein bisschen mehr Knete machen kann. Aber momentan habe ich halt immer noch durch den neuen Dungeons, ich muss die halt auch mal wirklich alle, ja, durchspülen und dann vielleicht meinen Begleitern geben oder so. Ja, für ein paar Sachen, warte mal, das ist hier auch plus, ist plus, hä? Ach nee, der Gegenstand ist plus 7 mal verbessert. Ja, habe ich mich gerade ein bisschen gewundert. So. Ja, wäre hier eine gute Rune drauf, so plus 32, wäre nett. Goldbonus, ah, ist auch keine gute, keine gute Rune drauf. Mensch, so schwer auszusprechen hier. Was haben wir hier? Das ist Lebensenergie. Das könnte tatsächlich, da könnte man drüber nachdenken. Aber das ist auch wieder nur plus 20. Also da finde ich auch schon wieder bessere Items. So, ne? Es ist verzwickt auf jeden Fall. Ja? Wir behalten sie mal noch ein bisschen im Auge. Und umso inaktueller werden die ganzen Sachen natürlich. Ist wirklich schwierig so. Ne? Also Goldbonus, ja, das würde ich mal eher so abschreiben. Das auch plus 32 Erfahrung. Ja, plus 32 würde sich zwar schon lohnen, denke ich mal. Das sind schon gute Pluspunkte. Aber ja, Widerstand gegen Blitze. Ich meine, gut, wann hat man mal Blitze, ne? So als Gegner ist auch so die Sache, ne? Ich glaube, da würde ich tatsächlich eher. Ja, das ist ein Punkt besser. Da würde ich, glaube ich, tatsächlich als erstes den Ring hier nehmen und den sockeln und den austauschen gegen das Item hier. Ich glaube, das machen wir jetzt auch mal. Dann kriegt er auch noch einen Intelligenzstein. Was ist hier drin? 1,6. Oh, nee, dann ist da wieder so ein guter Edelstein drin. Ey, ich krieg einen zu viel. Hätte da jetzt nicht ein Crap-Edelstein drin sein können? Oh, na gut. Ja, warte. Der ist ja sowieso nicht verloren. Den geben wir meinem Markwart und dann macht er da auch gute Arbeit. Edelsteinsockel hinzufügen für Pilze. Zack. Verbessern das Ganze 7 Mal. Boom. Und dann kriegst du hier den Edelstein. Zack. So, und dann kriegt mein Markwart
den hier. Ja, und dann hat mein Marquardt ein gutes Geschäft gemacht. Jo, diese Art von ist heute nicht erwünscht. Nee, aber kann ich das nochmal? Ja, gut, das können wir. Nee. Ach, das ist schon durchgespült, ja. Okay, das ist schon, wurde schon mal durchgespült. Das heißt, wir können das nicht mehr irgendwie noch eventuell der Kunigunde geben. Gut, die hätte es sowieso nicht gebrauchen können. Minus 11. Ja, gut, alles klar. Der ist schon ein sehr altes Item. Deswegen Gegenstand zerlegen. Ja. Und dann bekommen wir da unsere Ressourcen auch schon wieder. Nice. Und wir haben wieder einen Platz mehr im Inventar. Und natürlich hier auch ein besseres Item. Plus 5% Lebensenergie. Schallert, denke ich mal, schon ordentlich rein. Ja. Was haben wir hier noch? Pilze brauche ich nicht auf dem Equipment. Zusätzlich Gold brauche ich auch nicht auf dem Equipment. Nee, das brauche ich alles nur auf meinem PvE-Equipment oder mein Farm-Equipment. Das andere Equipment brauche ich jetzt nicht weiter verzaubern. Das lohnt sich nicht. Optisch gesehen sowieso ein geiles Item, finde ich. Ja, den blauäugigen Ring finde ich eigentlich so einer der coolsten Items, sag ich mal. Ja, die man hier in diesem Slot haben kann als Magier. Oder ich glaube generell, ne? Ich glaube, das kann jede Klasse haben. Ja, ist auf jeden Fall ganz cool. Bei den anderen Items muss ich mal erstmal gucken. Bin ich mir noch sehr unsicher. Ist wirklich immer eine ziemlich schwierige Entscheidung, muss ich sagen. So, ziemlich schwierig. Ja. Aber da schauen wir mal die nächsten Tage. Ich denke mal, fürs heutige Video soll es das erstmal soweit gewesen sein. Ich hoffe, das kleine Antast-Video, sag ich mal, ja, welchen Dungeon wir als nächstes nehmen. Also für mich hat sich das jetzt entschieden, Himmeridor werde ich als nächstes in den Free Tries jetzt versuchen. Und ich hoffe mal, da werden wir jetzt dementsprechend auch bald durchkommen. Gut, dann soll es das soweit gewesen sein. Wie gesagt, falls es euch gefallen haben sollte, lasst gerne eine Bewertung und einen Kommentar dazu da. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.